Grüß euch, wir sind, die Gewinner vom Thermic Cup am Bischling. Wir sitzen jetzt alle beieinander und wir schauen uns jetzt gemeinsam auf Doorama den Flug vom Edermax an. Edermax den Hund. Der Max sitzt neben mir und der wird uns jetzt hoffentlich viel erzählen über seinen Flug. Ja, dann starten wir gleich mal, oder? Gestartet bist um? Um halber elf. So, dann sieht man schon natürlich auf der Ostseite. Genau, es war so, der Tag hat so begonnen. Wir haben uns oben am Startplatz getroffen und der Plan war schon, einen neuen Büschling-Rekord zu fliegen. Was ja um die Jahreszeit schon eher schwierig war. Was für ein Tag war das? Warte mal, stopp. Da sind wir am 4.8. war das. Naja. Am 4.8., das ist ja für die Jahreszeit am Bildschirm so sehr spät. Und ja, wir haben schon ein bisschen Schmäh geführt und der Plan war, einen neuen Bildschirmrekord aufzustellen. Insofern war es eigentlich klar, wo ungefähr die Wendepunkte stehen müssen, damit sich das ausgeht. Und es ist von Anfang an eigentlich dann schon ganz gut losgegangen. Wahrscheinlich aufgrund dessen, dass wir doch lange noch gewartet haben. Und wie man sieht, sind wir zuerst Richtung Framburg geflogen. Gemeinsam das Maiki, Wilner Günther, Mario Schmarantzer, Pranis Andi, also die ganze Partie. Du bist vielleicht da die Leute oft fürs Video, für die, die das nicht wissen, wer ist. Das ist der Günther und das ist das Maiki. Und da ist der Andi. So. Entschuldigung. Genau, da sind wir alle gemeinsam mal Richtung Framburg-Hogel geflogen. Und, was sinnlos war? Das hat schon passt. Nicht wirklich. Wir haben ein bisschen Zeit gewartet, dass da herum wenigstens hoch aufgeht. Das war nicht sinnlos. Für die Strecken hat es jetzt nicht viel gebracht. Ah ja, es hat insofern was gebracht, dass wir eben, wie das Mike gesagt, ein bisschen warten haben können. Und es sind doch ein paar Kilometer. Und haben dann da, wie man sieht, schon relativ eine hohe Basis gehabt. Also da waren wir sicher schon auf ca. 2,7. Und jetzt schauen wir gerade, wie hoch er war. Ist schwierig zu herausfinden. 2,7 bist du losgeflogen, oder was? Ich glaube, ihr das nach 2,5 losgeflogen. Ich glaube, ihr seid auf 2,5, aber war schon losgeflogen. Ja. Ich bin ein bisschen später gewesen. 2,6, ja genau. 2,5, 3,1. Ja, ihr weiter. Was doch schon super hey ist und sind dann alle ziemlich gemeinsam rübergequert Richtung Wasserturm. Wie man da an der Spur sieht, das ist so, dass kurz gleiten eigentlich war. Und wir sind drüben auch dann mit einer super Hechen angekommen. Ich bin da anders geflogen. Was gar nicht schlecht war, ich bin da hinten vorbeigeflogen beim. Da, du fliegst immer den da, oder? Nicht immer, wenn es die Höhe passt, dann fliege ich hinten an, weil es da viel besser geht. Den da, weil es da hinten hochkeil geht, viel ist das der? Ja, genau. Okay, ich weiß nicht, ob man den Cursor so am Video sieht. Wo bist du gekommen? Na, Günther fliegt auf jeden Fall das. Gleich wie und ich habe euch da noch einen Einkauf gehabt. Ja. Geht leider nur mit den 10, also mit dem Delta 3 kannst du nicht. Apropos, ganz kurz, jetzt muss ich einlenken, ich fliege aber den rechten aus irgendeinem Grund, weil der da hinten super geht. Der ist aber viel gefährlicher. An dem Tag ist das zum Beispiel der, drei Tage davor, wo wir geflogen sind, ist das der Seiler angeflogen und ist dort angesoffen. Wegen dem Talwind oder warum? Da war natürlich ein bisschen mehr Nordwind drinnen und der ist da reingeflogen, der ist nicht weggekommen und hat sich dann langsam rausgekommen und ist vor dem Wasser runter runtergesoffen. Aber ich glaube schon, dass da alleweil der Nord schon drüber bläst, vor allem weil der thermisch da hinten anzieht und dass dann das da hinten gescheiter ist. Ja, rechts. Andererseits, wenn nichts geht, stehst du hinten drin. Mhm. Ja, ja, vorne. Und bist du bei deinem Flug rechts? Nein, da bin ich auch. Achso, ja, genau. Ja, aber da war halt voll der Kropfen drüber. Also der Hensi hat geglaubt, da hinten geht es besser als an seinem guten Flug. Da hat er mich schon vorher gesehen. Nein, ich bin trotzdem überzeugt. Du hast aber geratzt, oder? Das Gemeine da war, genau, also da hinten kommt mir auch drum ist viel besser. Geht es gar nicht so gut weg. Und vorne haben wir es nicht erwischt direkt am Wasser. Jetzt haben wir ganz zurückfliegen müssen. Ja. Und haben dann da hinten doch brauchbar dann auftragen können, aber unten war es ein bisschen zart zum Wegkommen. Mhm. Ja. Ja, der Juan hat da auch geschrieben. Hast du ziemlich gekämpft auch unter uns und ist aber dann super aufgekommen. Ja, also ich habe den Anschluss super gefunden für die Verhältnisse. Also. Wenn man da ins Maike seinen Flug vergleicht, er ist da viel weiter der Felsmond entlang geflogen. Ja. Und wir sind vorne sozusagen immer an der Nase geflogen, haben thermisch auftrat und sind weitergeflogen. Und das Maike ist alles da hinten entlang geflogen. Und was war besser?
Wir waren gleich schnell. Ja. Mhm. Es war erst dann beim Steinernen Meer, war die vordere Linie besser noch. Okay. Nur ganz kurz zum Startzeitpunkt. Glaubt ihr, dass man früher wegkommt, eventuell? Muss man unbedingt, ja. Ja. Muss man fürs 300, oder? Ja, ja. Es geht. Und es war dann an dem Tag früher gegangen. Also, es ist ja so, dass wir da, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig sind mit Starten. Ja. Und das Spannende ist... Ich glaube... Das Kriterium ist nicht der Mischling, sondern der Wassertürm. Ja, ich bin auch mit drauf. Ja. Ja. Wir haben ja nicht vor, das immer nur die Basis. Das ist das meiste. Ja, natürlich, da brauchst du halt ungefähr 2,5. Ja, sonst brauchst du ja nicht viel ungefähr. Genau, da die Querung um zum Steinernen Meer. Dieser Bogen war einfach, weil die Basis zu dir war und da habe ich einfach die Basis umführen müssen. Ach so, ja, was das ist. Da habe ich zu hoch auftrat. Ist natürlich nicht ideal, weil es ein riesen Umweg ist wieder. Hat aber nichts gemacht. Aber im Großen und Ganzen dann war da die Basis nicht wesentlich je wie die Berg. Genau, das die Basis war sehr niedrig. Die ist erst am späten Nachmittag dann gut. Genau, so ist es. Ja. Ja, willst du das vielleicht ein wenig erläutern für die, die da rumfliegen? Warum fliegst du das Ganze bei? Ja, das haben wir einfach unter der Basis. Wir sind da unter der Basis umgefahren. Da ist ein Wolken. Und der Sommi, der Sommerauer, der war viel schneller wie wir. Der ist da einfach in diesen Kessel eingezogen und hat da drinnen dann auftrat. Wir sind das außen umgeflogen. Die schnellere Spur war sicherlich ein Kessel und auf dran. Ja, das ist heute halt die. Ich weiß noch, bald ist irgendwo und das ist du weg. Sichere Variante. Ja. Aber wird sicher das Beste sein. Naja, das war die gleiche Uhrzeit. Es war ja, aber nicht aber die Nachmittag. Der Sommer ist quasi ist da in die Ostflanken eingeflogen, ganz tief und die hat uns von unten überholt quasi nach. Das war wirklich ein Schachzug, kann man sagen. Gell? Also da, das war. Der hat es gewusst, wo er steht. Ja. Ja, kann natürlich auch schief gehen, aber an dem Tag ist er zielgenau jeden Punkt angeflogen und auftrat. Das war Wahnsinn. Man sieht, fliegt ja nicht ein Kohl normal? Nein, früher. Bomb 11. Man sieht es da dann auch, ich habe da einige Zeit umeinander gesucht. Oh ja. Währenddessen ist er unten reingeflogen, hat auftrat und das sind gleich mal 3-4 Minuten, was schneller bist und insofern hat uns dann da gleich mal überholt. Mhm. Das ist auch so eine Geschichte, also ich bin ja einer, der möglichst hoch fliegt. Gell? Der Sommerauer ist da wesentlich tiefer umgeflogen und war aber dann da hinten nicht wesentlich tiefer wie ja. an den Grat dann. Man muss auch sagen, den Abschnitt, das ist der, wo wir ihm zugeschaut haben, bis ungefähr nach Lofer. Eigentlich bis vor Lofer haben wir schon verloren. Und da ist auch der Bursch schon nochmal um einiges flotter geflogen. Gell? Da sieht man einfach immer wieder diesen Bogen, gell? Aha. Und der Sommerau ist gerade umgeflogen. Ja. War es dann übernacht? Da waren wir so auf einer Perlreihe auf, dass der Schmarranzer, also der Max war zuerst, der Schmarranzer dazwischen, ich war mit Schmarranzer und der Sommi ist einfach durch uns durchgefressen. Also, es ist halt immer ein bisschen so eine Frage der Linie, gell? Ja. Weil ich denke mir, die Linie ist viel wichtiger als eigentlich, wie viel Gas es gibt. Ja. Ich war da ein bisschen hinten und dann habe ich aber noch ein paar Zugfahren wieder gehabt. Das ist so und so. Und das Geheimnis ist trotzdem auch immer der Thermikanschluss. Sonst hier fliegst auf den Punkt und es geht sofort weg. Das ist einfach schön. Da war es so, wir sind, ich glaube, ihr seid auch da umgeflogen direkt. Ja? Der Sommerauer, der ist da hier vorne, war ein Riesenwolken, der ist da umgeflogen, hat da auftrat und ist dann direkt über unten drüber geflogen. Und hat uns da auch noch mal einiges abgenommen. Ja. Der ist da umgeflogen. Wobei aber auch die rechte Seite der Bank ist. Ich fliege normalerweise da rein. Du bist du da reingeflogen, weil du den Sommi draußen gesehen hast. Naja, ich sag das, da habe ich mich nicht zuvertraut, weil wenn ich da nicht drüber komme und der Nord, wenn schon drüber schwabelt, dann ist das halt immer so eine ungute Geschichte. Die Felswand dort, die ist cool. Die geht nochmal gut. Das war ein komischer Tag, weil da vorne ist nicht gegangen und da hinten ist es voll gut gegangen. Ich bin sicherheitshalber einfach da mal über Grad geflogen und dann fliege ich gerade zu mir und habe dann auch da gegangen. Normalerweise geht's. Wir waren ja, darf ich ganz kurz die Maus? Wir waren ja fürs 200er, sind wir da rausgeflogen. Wir sind da gar nicht mehr zu. Ja. Und das, du musst dann die Unkenquerung auch nicht machen. Ne? Aber nur für jemanden, der halt keine 300 fliegen will. Man kann ja sonst da in den Wendepunkt setzen, da. Weil da hat man natürlich eine hohe Basis, kann man dann nur mal hoch auftragen und dann zurückfliegen. Ja. Oder vielleicht sogar nicht, wenn man sich traut, 2 Kilometer raus und wieder zurück oder so. Mein Wendepunkt war da. Ja. Ja, das ist ja dort normale. Da fliegst du aber schon ein Stück. Der Stuben am Ende. Nein, ich bin da. Da hinten. Fliegst du weiter zurück? Ja. Genau, das mache ich normalerweise gern, wenn ich so Wendepunkte kürzer nehme.
fliege trotzdem nur Dolmittig oder so, ja, 2 Kilometer, dann Kilometer, ist ja dann wurscht aussehen, so dass ich wieder ungefähr auf Gipfelhöhe zurückkomme, ja, genau, und sicher im Bordstein steige. Ja. Das habe ich früher mal gemacht, aber diesmal. Diesmal haben wir sie weiter drauf. Diesmal musst du umspringen, weil. So, das ist jetzt Unken. Ich glaube so um die 2,4, 2,5 war. Es war relativ nieder, weil es drüben war so nieder. Was halt da dann einfach ist, gell, das ist dann eine Kopfsache. Das ist mit dem hohen Berg, der ist mir irrsinnig hoch. Und dann fliegt man mehr oder weniger in die Hügel raus. Wobei die Basis natürlich dementsprechend tief ist, aber im Prinzip hat man die gleiche Hechen über Grund. Weil ja die Hügel erst niedrig werden. Gell. Das ist halt immer eine Kopfsache. Wie gut geht das wirklich draußen? Ja, das ist oft gut. Ich bin anders geflogen wie sie. Mir hat das nicht gleich geschaut, weil sie da geflogen sind. Du bist rechts oder links? Ich bin links und geflogen. Was ist denn das für ein Berg da eigentlich? Irgendwas mit Sonntag. Sonntagsfahren. Das ist auf jeden Fall praktisch oberhalb von unten der schönste oder höchste Berg. Da ist auch ein kleines Skigebiet oben. Da ist eine Flanken da unten. Ja. Und du fliegst eigentlich über die Flanken, oft geht aus der Flanken was raus und sonst hast du so einen Gipfel. Genau, das ist nordelst da beim Gipfel. An dem Tag hat es witzigerweise nicht genordelt, also ganz wenig. Eher erst als du tiefer gekommen bist, ist dann wieder der Nord drinnen gewesen. Ja, ein bisschen Ostwind drinnen. Ja. Aber da drüben die Berg, es war ein super Wolkenbild an dem Tag, also da hat man gesehen, da draußen, da geht alles. Aber tiefe Basis, muss dazu sagen, das war relativ tief. Ja. Tief im Verhältnis, weil das ist eh noch mehr so hügelig. Dann ist es schon sehr hoch. Wie wir da rausgeflogen sind, war es nicht mehr so tief. Gut, wir sind ein bisschen später da rausgekommen. Aber so viel war das nicht, da sind wir draußen schon auf 3000 gewesen. Und hast du da einen Zeitpunkt für einen Wendepunkt oder hast du schon einen Ort? Nein, ich habe eigentlich immer einen Zeitpunkt und den Tag war es halt 2. Wo ich mir gedacht habe, da muss ich eigentlich die anderen 2 Wendepunkte auch noch dementsprechend ausgehen. Weil es bringt nichts, den ersten Wendepunkt jetzt zu weit draußen setzen und dann kommt man nicht mehr zurück oder kann es nicht mehr zumachen. Machen wir keinen Stopp. Ja. Jetzt vielleicht für die Zuschauer. Das Schöne da ist, wenn man da auftrat hat, dass man auf einmal eine geile Sicht hat. Ja. Weg vom Flug. Da hast du rundherum die kleinen Seen, da diese komischen Lockner und Asse am Chiemsee. Und dann im Norden, wo es dieses Fluggebiet, ich weiß nicht, wie es heißt, das bayerische Fluggebiet, Hochföhn, wo du dann ein paar Drachenflieger auf einmal siehst, und das ist voll lieb dort eigentlich. Das ist der Hochföhn. Dort hast du auf einmal eine voll lässige Stimmung, wo du denkst, wow, geil, dass ich da bin. Das stimmt. Nein, der Hochföhn ist gut, weiter links. Nein, das ist der Hochföhn. Und im Norden ist doch das Ruppeding, oder? Da, das ist der. Ja, genau. Da siehst du schön hin, auf irgendwo ein paar. Das ist einfach lieb. Das sind dieses Jahr 250 Meter. Ja. Und das ist einfach klasse. Erstens freut man sich, dass man da ist, weil man einen relativ weiten Wendepunkt hat. Und zweitens ist die Sicht schon ganz anders vom gestandenen Meer weg, wieder auf grüne Berg. Das ist super. Wenn man Angst vor Felsen hat, ist nein, das gut nee, aber es ist alles fein. Weil sie halt das ändert. Wald ist weich. Wald und Hügel. Dann machen wir weiter, oder? Nein, das stimmt, aber schon eine andere Landschaft, das macht so viel aus. Ich meine, das ist ja generell bei einem Streckenfliegen das Nette, gell, dass man wirklich verschiedensten Sachen sieht. Bei dem Punkt habe ich gesagt, Max, flieg. Ich traue. Es war da schon so, das Wolkenbild da raus war wirklich gut. Ja. Und ich habe dann auch ein bisschen früher umgetraut, als ich eigentlich vom Wolkenbild her gesagt hätte, dass es möglich ist. Aha. Aber da haben wir wirklich die sichere Variante dann genommen. Weil dann haben wir gedacht, lieber da umdrehen, ein paar Kilometer noch herschenken, aber... Wo warst du sonst umdrehen? Es waren nicht nur mehr ein paar Kilometer vier gewesen. Mhm. Am besten, warst du sicher. Ist da hinten schon das da links ist übrigens Küssen, falls jemand nicht kennt. Und da unten ist Skywalk irgendwo. Genau, da ist Küssen. Markwartstein. Der Walchsee. Der geile Stern. Und da unten ist Makatschen. Okay. Und Kampenwand, oder? Kampenwand, so heißt das genau. Ja. Die Kampenwand ist da vorne. Das wäre dem für Mai 300 sozusagen die Wende. Gell? Da musst du da noch umgekehrt. Ich habe das schon mal probiert, direkt über Küssen. Da wollte ich da über Küssen. Ja. Und da dann weiterfliegen einer. Und dann diese Ritschasse. Ja. Da habe ich leider da das Problem gehabt, dass mich in Däuring gefressen hat. Ah ja, da hast du eine Stunde gepackt, gell? Ja, genau. Das war ja Wahnsinn. Da war eine Stunde. Bauen wir schauen. Und darum wäre meine Überlegung, dass ich sage, okay, ich fliege da raus, mit dem Wind einer in diese Ritsch und dann bei dem Berg die Wende machen und dann direkt diesmal zum
Wobei, Wübenkaiser. Ich bin da schon mal gestartet auf der Alm, das ist so eine Walk and Fly Alm, ja, die da. Beim Boyer Race haben wir da auch gestartet. Okay, und da ist quasi, da kannst du nur in der Früh auftragen, weil ab Mittag eigentlich da der Nord drüber schwebt und da kommst aus dem Kessel fast nicht mehr raus da. Also das muss schon ein richtig guter Tag sein. 13 Uhr bin ich da zum gestartet, weil ich war viel Sparung. Und ist das noch gegangen? Alles noch weggekommen. Darum würde er da die Ritsche einführen. Ja, hinten sind sicher, kommst du nachher. Da kann ich aufsagen und oben hoffen, dass ich einen thermischen Anschluss habe, dass ich einfach da hinten dann in die hohen Berg sozusagen zurückführen kann. Mhm. Und da, dann über einen Quasar rein oder was? Da gibt es ja einen Startplatz, wie heißt das? Da gibt es hinten einen Startplatz da hinten auch. Wenn man sich von da die Streckenflüge anschaut, die fliegen alle da rüber zu denen und fliegen dann da diese Ritsch zurück. Und dann direkt zum Wübenkaiser. Mhm. Genau. So, aber wir haben 100. Erste Wende. Wir haben 100. Überlegt habe ich zwar, ob ich ausfliegen soll, gell? Aber haben wir gedacht, nein, lieber die sichere Variante. Die Zeit war sicher auch schon unweitbar. Also aktuell. Wieso tut das nicht sehr umdrehen? Das sollte normal umdrehen. Ich bin dort umgeflogen, ich bin ja auch in eine Richtung geflogen. Das brauchst du aber einer nichts, oder? Das noch an der Stimmzeit. Ja, ja. Gib mal ein bisschen Gas, oder? Das hast du wirklich da? So wie der Zug, oder? Das ist genau das Gleiche. Echtzeit. Wie fliegst du? Also beim Zurückfliegen, da war der Plan gewesen, ich fliege genau gleich, wie ich ausgeflogen bin. Aber da war dann einfach da eine super Wolken. Und dann haben wir gedacht, ich fliege direkt die Wolken und mache da maximale Höhe und fliege dann. Einmal in Steinen im Meer mitmachen. Die Wolken wieder sehen. Gar so weit bist du nicht weg davon. Ja. Nein. Ich wollte aber da hinten nochmal zu den Sonntagsfahren, weil das heißt, eben auftragen. Aber da habe ich da die Wolken genommen. Und diese zurück haben wir dann schon ein paar Mal beim Lex angeschaut und ein paar andere Tracks, da kann man ganz tief einsteigen. Richtig. Und geht super weg. Also da ist man auch immer beim Zurückfliegen eigentlich relativ relaxed. Weil man das Sonntagsruhen da drüben, was man sieht, die Seen da hinten geschafft hat, dann denkt man sich, jetzt fliege ich da zurück zu den schönen Felsen, da geht es sowieso. Da ist man so sicher, fliegt man da hin. Und das ist auch wichtig, dass man, glaube ich, sicher hinfliegt. Aber immer geht es. Da macht man keinen Fehler. Was für ein Berg sind das? Das ist praktisch das der letzte Berg vor uns. Genau. Aha. Und jetzt praktisch kommt gerade wieder zurück. Und da ist dann quasi auch. Also da bist du eigentlich. Genau. Da ist schon aber immer geht es an die Bäche. Da habe ich auch schon erwischt, dass da. Am besten ist, wenn es dann da oben ist. Das Schwarm, wo ist dann Schwarmplatten? Da. Da ist, ich bin schon die Schwarmplatten dabei, ist da. Da ist rechts. Da sieht man die Schwarmplatten. Ah, okay, passt. Ja, dann war es jetzt. Mhm. Du kommst nicht hin, die ist noch weiter rechts drüben. Ja. Ich bin an dem Tag ganz anders geflogen. Wie es aber super gegangen, bin auf der anderen Seite drüben geflogen. Das erste Mal. Auf der Solbacher Seite, oder was? Ja. Aha. Und weil es super ausgeschaut hat, und hat, aber war relativ schnell, weil nachher vorne habe ich Max wieder gehabt. War echt. Bist du da nicht gescheit weggekommen oder hast du einfach Gas gegeben? Nein, ich bin da nicht weggekommen. Gell? Ich bin da nicht gesagt, weggekommen. Da geht es nicht so. Witzig, ich bin da eine Stunde vorher gekommen und bin da in die Schwarten reingeflogen. Ja. Und da hat es mich aufgepinnt, dass ich nicht den Schirm geholt habe. Ja, also ich bin da nicht aufgekommen. Und dann war es, ob dort war es schon wieder gerade noch. Wie viele Steigen habt ihr denn da eigentlich gehabt an dem Tag? Nein, es war ein normaler Steig. Also 4-5 Meter, wenn es gut war, ansonsten bist du mit 2 Meter auch zufrieden gewesen. Was gut war, war, dass zwischen den Bergen relativ wenig Sinken gehabt hast. Also du hast immer gut gleiten gehabt. Das war bei uns auch Gerbeinhard. Zum Großteil schon, oder? Haben wir wenig Sinken gehabt, ja. So. Da haben wir einen Zurückfliegen. Keine großen Sachen. Ist eigentlich wieder gleich zurückgegangen, wie wir gekommen sind. Okay. Hast du jemals probiert, den Hundstall von dort direkt anzulegen? Von da? Ja. Nein, wie soll denn das gehen? Da gibt es Leute, die dann auf der Zellerseeseite nehmen. Aber die müssten schon weiter vorne erst wegfliegen, oder? Weil von vorne nicht. Ja. Von ganz vorne bin ich auch schon geflogen. Ja. Von da vorne bin ich schon geflogen. Hinten auch schon mal. Ja. Ich meine, es ist natürlich schon fertig Währung, das geht nur, wenn es durch 3000 geht. Von da weg geht es schon nicht. Da weg, ja. Wow, das hat es glaube ich so mit. Ja, Wahnsinn. Wow, Wahnsinn. Das sind die Zeno-Flieger. Naja, mit nicht unbedingt gewollt, muss ich auch dazu sagen, es ist ja nicht gescheit gegangen jetzt.
Und du meinst da herüben, oder? Da, ja, da genau, da die Rätsel einfach anfliegen. Mhm. Und dafür bald wegfliegen herüber. Das ist normal noch. Ich habe mir es nicht traut, aber ich habe das einmal vor 10 Jahren witzig gewesen gemacht und bin da gesoffen. Ja, ich bin auch schon früher gegangen, weil ich die Person so werfe. Ja, mit der Waffe sind gestanden. Und die Pizza spazieren, die kommen da. Da geht es ja auch manchmal. Da geht es relativ super. Da bin ich mache jetzt immer so einen Bogen, weil der geht es eigentlich relativ sicher. Ist eigentlich komisch, dass da immer ein wenig was geht. Ich mache es meistens immer so einen Bogen, weil mir hat es da hinten jetzt schon zwei, dreimal erwischt und da war es zu fressen. Ja. Also es haben da vorne einige herumkurbelt. Ja, da ist, wenn es da zu tief bist, das packst du so lang. Das kostet so viel Zeit, als wenn du den Bogen ausfliegst. Genau, das ist die Frage, wo halt da nicht am Stein mehr bleibt und hinten rumfliegt. Gell? Ja, das. Wir fliegen ja auf Schnabelkolben. Das haben wir gerade Bernhard. Schnabelkolben. Im Endeffekt kommt es das gleiche aus, weil ich bin drei Wochen oder zwei Wochen später nur 200 rausgerissen. Mhm. Da war ich mit einem Arm unterwegs und da ist die Linie von Max geflogen. Und ich bin safe geflogen, weil wir uns eben an demselben Tag, wo wir hinten da herumbasteln müssen, keiner mehr, damit ich überhaupt da herkomme. Und es ist aufs Gleiche rausgekommen. Der Arman ist jetzt ein paar schlechter gelaufen. Es war an dem Tag das Gleiche, der Schmarrn zum Mario war da ein Stückchen hinter mir und habe mich dann da wieder fast eingekauft. Mhm. Und der ist hinten ausgeflogen und dann mehr, weil es da einfach nicht so weggegangen ist wie ihr erwartet. Da geht es meistens zu sagen. Und darum geht es viel besser. Ich bin jetzt beide mal witzigerweise auf der Mittelritsch aufgeflogen. Direkt am Gipfel hier zum Rundsturm. Ist auch zu gegangen, aber sicher dafür. Ja. Da schwappt halt immer so ein Ostwind daher. Da gibt es zwei Stunden im Weißen. Und Max, ist das jetzt mit dem Wendepunkt, war da trotzdem nur ein 300er drin? Nein, also mit dem Wendepunkt, wenn ich heimkomme, hätte ich gehabt 280. Aha, ja. Okay. Das heißt, also du wirst es dann 20. schon noch. Ja. Schon noch weit aus, okay. Und darum glaube ich, dass mit dieser Variante der 300er fast möglich ist, weil du unwahrscheinlich wieder zurückkommst. Mhm. Und du kannst es vorher nicht so groß machen, also ist es egal, wenn man jetzt 30 km abschneidet. Also, wenn man das 300er, der Max hat es vorher schon probiert, das 300er wirklich probieren würde, dann musst du den Pinskau mitnehmen. Also, auch im Frühjahr habe ich es probiert, ja. Wir haben die Stunde da herumgesagt. Da musst du dem Gerlos viel helfen. Zielertour. Du musst praktisch nur die nördliche Wende machen, so wie er es geplant hat, und dann aber gleich im Westen bleiben. Über den Kaiser, oder? Und über den Kaiser, über den Winzka oben. Ach, da eine, ja. Da lässt du ein paar Touren aus, kriegst geil. Über, so, Einstieg. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Mir war der Bord total grausig zum Kurs. Ja, Nein, das war an dem Tag komplett verblasen. Da war fast keine Bummerlänge dahinter. Nein, da habe ich vorher sogar noch. Das ist aber bei jedem. Weil da der Tor zu reingewaschen hat, da ist der Nachmittag dann nur auch stärker geworden. Der ist zwar dann später hinter der nicht gestört hat, aber dort. Nein, da nicht, aber da hat der steht. Da war es ungut, ja. Also da konnte ich nichts sagen, weil da bin ich hinterbei nachgeflogen. Da ist es mir gut gegangen, aber auf der drüben Seite wissen wir das. War ja am Samstag davor, war es ja nur mehr um 10 km/h mehr. Das ist immer schön. Schon, gell? Also ich habe da immer wieder. Also wenn du da hinten bist, geht es ja. Aber vorne erst der Einstieg ins Rauri ist es. Aber das muss man trotzdem nehmen. Ja, ja, alle muss man nehmen. Bissl. Ja, aber für Nachahmer gehört schon gesagt, das ist zum Festhalten. Ja. Also da ist vor dem Durchsprung, wenn er nicht so groß ist, wirklich sinnvoll möglichst viel Hänge machen. Ja. Ja, und man sieht jetzt aber reinkommt, fliegst du den Graden, dann fliegst du direkt hin. Man sieht jetzt am Reinkommen, wenn nur kleine zerrissene Bummel sind, dann weißt du, da ist unten grauslich. Und zwei Tage weiter stehen, dann wird eine wunderschöne Pauschal. Die verdrinnt der Torwind dann aus. Ja, aber es wird noch grausig. Oder? Zur ganz Orientierung. Ganz kein Kugel, das vielleicht, weil das vielleicht kann es nicht jeder folgen. Der Max fliegt da gerade ins Rauris rein. Vielleicht drehst du mal um, dass das Gasteiner ist. Ja, jetzt sagst du, das ist Gasteiner da. Links Gastein, rechts Rauris. Genau. Wo ist Gastein? Ja, da ist ein Bärenkugel. Der heißt einfach Murzberg. und da fliegst du nicht den Grad entlang, so über ihn, das ist mein Grad entlang geflogen. Da machen schon. Ja, es kommt halt. Vorhin querst du eigentlich den Kessel. Gell? Ich fliege nie den hinteren Grad, wenn du am Rauris eintritt, machst du einmal Technik. Ja. Dann querst du einfach den Kessel gerade drüber. Genau, da rein. Also, ja. Ich bin nicht geflogen. Okay, ich bin auch reingeflogen. Ich bin auch reingeflogen. Nein, brauchst du nicht. Ich bin auch reingeflogen, habe auch keinen Einkalk gehabt, muss ich sagen. Ja. Kommt ein bisschen darauf an, wie die Wolken da reinstehen. Aber wenn ich hoch genug bin, fliege ich einfach die Wolken offen. Wir stehen sie nur auf der Seite dann eher und die Uhrzeit schon. Ja. Und da wird dann nicht mehr viel gekurbelt, gell? Da ist es noch ganz gut gegangen. Da war fast gar nichts zum Kurven. Das war dann, wo ich dann mit euch zusammengekommen bin, gell? Ja, da ungefähr. Wie hast du es noch? Ah, doch, hast du schon ein bisschen Kurven. Diese Bett, oder? Ich hab nur die Kinder. Ach
Ja, und was ist noch, war da jetzt noch wer bei dir? Da war noch bei mir der Mario Franz. Der hat aber den Rauriser Eingang ganz schlecht erwischt und ist da ganz tief reingeflogen. Und hat dann aber da hinten irgendwo wieder gut auftragen können. Warst du auch schon schwarz da hinten? Der Rauriser macht es ja manchmal zu. Nein, in dem Fall gar nicht. Nein, super war es. Du warst, da sind hinten erst Scharweg, da sind erst hinten die ersten Fußkappen gestanden. Ja, Fetzen Nordwind war da. Wir sind auch zugeburt mit einem 70, oder? Ja. Aber das war im Halbgas, oder? Ich bin ohne Gas, habe ich es mir angeschaut, bin ich 60 gelungen. Ja, da war es so. Und dann steuern wir. Also da? Nein, da haben wir dann trotzdem natürlich kein Gas gegeben. Wie über die vor mir gesehen. Ja, bist du so tief hinten reingeflogen? Und ich habe vorhin aufgehört, da habe ich, weiß ich nicht, wie viele Meter gemacht, dass ich die eingeholt habe. Ja. Es ist halt alle paar Wände, gell? Da geht es halt wirklich, sage ich mal, fast um jeden Meter, was man da noch ausreizen kann. Mhm. Weil. Der macht den Sektor in Schlamming besser. Der macht den Sektor in Schlamming besser. Und umso weiter rechts als du Nummer fliegst, umso besser ist eigentlich. Sehr klar. Und das Allerwichtigste ist natürlich der erste Wendepunkt passt, gell? Wenn man jetzt kurz ist, geht es sowieso nicht mehr. Wenn er schlecht gesetzt ist, ist es auch nicht. Und Uhrzeit, zweite Wende? Um 16 Uhr ungefähr. Ja. 16 Uhr. Das haben wir gut. Wow, das heißt aber, dass du in 2,5 Stunden den Schenkel da oben fliegst. Das ist schon. Der geht aber am schönsten. Du musst schon wirklich Gas geben. Weil du bist ja in der besten Thermikzeit unterwegs. Gell? Mit Rückenwind immer. Was? In dem Fall war es Rückenwind. Das muss nicht sein. Ja, es gibt ein paar Kurbeln, dass ich mehr dahin war. Johannes, du bist das anders geflogen, gell? Und abgeflogen, gell? Das war scheiße. du bist rechts geflogen. Du bist am Graukugel umgeflogen. Ja, Graukugel ist deine Flogen. Ganz rechts, gell? Hauptkommentar. Und warum ist das schlecht, der Graukugel? Der Lexus hat einen Vortrag gemacht, oder? Ja, prinzipiell geht es schauen, nur an dem Tag hat es halt da hinten auch reingeschossen einfach. Gell? Aha. Da denkt das Kind dann nicht mehr aus. Das war eben grundsätzlich überhaupt mal eine Überlegung auch vom Exemplar, dass man da hinten bleibt, die ganze in den hohen Berg. Gell? Muss man sich halt, das ist ja auch ein bisschen so nervenkitzeln. Das Problem ist ja, dass da trotzdem der ganze Hauptkamm ja so noch Vierrädrad, quasi Richtung Norden, aber Vierrädrad, also Richtung Dost, aber Vierrädrad. Du musst auch da hinten wieder trotzdem gegen den Wind fliegen noch. Ob du das vorne oder hinten machst, und vorne fliegst du dann die schönen Westflanken an. Gell? Da bin ich dann wieder mit guter Wind. Das geht ja wieder gut. Die Hechen vom Rauser da ausnutzen. Ja genau, noch ein erst springen. Die Rennen da springen, so hat es hier gemacht. Ja. Jetzt geht es am Gamskau-Kugel, oder? Genau, und ja, da bin ich mit dem Günther Willer zusammengekommen und das war ein bisschen eine ungute Geschichte. Weißt du, mit ihm zusammengekommen bist du? Nein, das nicht. Der Günther gerade immer links und der Maxim rechts. Das ist erstens das und zweitens ist das sicher der blödeste Bord von ganzen drei. Ja, der Gamskau-Kugel ist, der Söserichert hat schon immer gesagt, das ist die Waschmaschine. Den mag ich überhaupt nicht. Ja, und vor allem da hat sich dann der Oster zurückgemischt. Ja, da sind wir so tief angekommen, gell? Der war wirklich. Ja, gerade jetzt. Das war das, was du da gesagt hast, ich bin mit mir zu beide, beide Uhren angelegt, automatisch. Ja, also da sieht man schon, was du bewegt hast in den Bargen, wo man Kurven gemacht hat. Du bist dann links rausgeflogen, ich bin du hast gesagt, scheiß drauf. Ja, der ist schön abgeblasen. Das ist ein Wahnsinns. Aber dafür geht er gescheit, wenn du drin bist. Ja, wir haben nicht recht gefunden. Nein, mittlerweile bin ich so ein bisschen drüber und noch ein weiter und zum nächsten. Das wird auch immer dumm. Na servus. Das ist ja komplett rausgeblasen. Ja, das war ein Wahnsinn da. Das war cool. Und die Segel fliegen vorbei, als ob nichts war. Ja, den ist das Wurscht. Ja. So viel wollte ich nicht aufhören. Aber Kurbeln tanzt auch nicht. Aber die Schultern... Du warst am gleichen Tag tot. Da sieht man jetzt, dass der Platz am Ziel gefahren ist, hast du bereits im Wind geschaut. Wie warst du dir? Wir sind doch fast zur gleichen Zeit eigentlich hingekommen, gell Max? Du bist ein bisschen später hingekommen, nur ein bisschen früher. Kurz. Also, das Mikey und du, ihr seid ausgeflogen, wie ich gerade eine Banane war. So lange habe ich da nicht aufgehalten, da bin ich bald einmal drüber geflogen. Dann hast du doch, das ist ohne mich das quasi. Das war dann nur der Druck unterwegs, glaube ich, mit mir. Aber, da geht's jetzt. Ja, aber wenn man das dann hinter sich hat, dann fängt man schon wieder an. Das stimmt, ja. Bis auf die scheiß Abschottung. Ja. Wow, da fliegst du ganz hin. Schau dir an. Nein, wir schauen erst schon in die falsche Richtung. Schau, da hinten siehst du den Dachstein. Da habe ich auch einen kleinen Fehler gemacht, da hat nämlich da in der Mitte noch da einen guten Auftrag. Mhm. Und ich war halt der Meinung, der Grad müsste eigentlich besser gehen. Wo es dann sich herausgestellt hat, dass es nicht so war. Das ist jetzt Großaltor.
Genau. Ja. Mhm. Und bin dann da relativ tief runtergekommen. Ist auch ein bisschen tricky, ist groß. Oh, jetzt hast du da drauf gedrückt, schon, du musst da irgendwo warmen. Jetzt bewegen wir sie schnell. Jetzt ist es das. Jetzt stelle ich Gas. Nur Vollgas. Nein, ich glaube, da muss irgendwo müssen. Also, du warst da nur weiter. So, da also fliegst du nur einer. So, jetzt haben wir noch eine fliegen. Ja, und ja, da geht es jetzt raus. So. Da, wo man nicht schwindelig wird. Ah, ja, wieder jetzt sind wir wieder da. Die Zenos. Ah ja, und da ist irgendwo nichts. Da hast du den Zickzack. Ah, da ist ungut. Da, ist da waren auch viele Wolken schocken drinnen. Das haben wir jetzt nicht bei der wunderschönen Alm, wie heißt die? Das ist das, oder? Nein, das ist erst später. Das ist erst später. Die zweite Kette. Zauchensee. Ja. Da ja, habe ich auch mal ein bisschen verhaut, da habe ich bei dir ein bisschen Anschluss verloren und auf einmal ist der Lex von hinten abgepfiffen mit den zwei Slowenen. Hast du das Rauschen gehört? Also ja. Das ist, was für da ist, ist Knarrwald. Knarrwald, oder? Das ist die Insel. Nein, Flachau, oder? Ja, Flachau. Flachau ist vorne. Flachau ist der Hügel, ja. Ist der rechts. Knarrwald, oder? Klein aus. Das ist der Ärgersee. Das ist die Insel. Ja, genau. Der was für Kraxen? Ins Kraxen, ne? Der Fösen ist ja noch gut. Und der geht gut, oder? Da geht super, ja. Da geht super. Und habt ihr an dem Tag kein Problem mit Abschottungen gehabt? Genau, das ist die Frage. Ganz extrem, weil ich bin auch nicht mehr weiter, weil da war es wirklich finster. Und sie sind zwei Ritsch sind vorbeigeflogen. Ja, ich bin nicht vorbeigeflogen. Von anderen Ritsch sind wir, gerade angekommen und haben aufgetragen. Das Lustige ist, dass man gerade 15 Kilometer weiter drüben raus ist, da fast gar keine Wolken hat. Und da kämpfst du dann, wo du bei den Wolken vorbeifliegst, quasi. Und die Berg liegen halt alles schön in Schatten zu. Ja. Also von da herum war dann eine riesen Abschottung. Ja, genau. Die Ritsch. Ja, komplett. Und sie müssen auch. Manche sind so umflogen. Ja. Und da hinten war aber ein kleines Fleckl Sonne. Und dann haben wir gedacht, wenn was anderes schattig ist, wird das gehen. Und bin dann direkt diesmal da umgeflogen. Und das hat funktioniert? Das hat gut funktioniert. Das heißt, der Pfarrer hat heute nicht da. Oder er sitzt weiter. Ich will zu wetten. Ah, schau, ist drauf. Nein, da haben wir uns getroffen, gell? Genau. Da unten und ich bin einfach durchflogen. Ja, jetzt kommt der Winter. Ja, da hat es geknippt. Einmal bis zum Winter. Da wie blöderweise umgehört noch ganz schon. Und da ist das Mike ja viel weiter hinten geflogen, gell? Da sind wir ganz, sind wir aber auch nicht mehr auf die Sonnenflecke hingefahren. Wir haben vorne nicht fliegen können, weil es vorhin kam bei dem Schatten war. Und das, da sind wir dann zur Ursprung reingekommen, da haben wir sie reingeschummelt. Und da bin ich wirklich das allerletzte Sonnenflecke angeflogen und habe mich über den Grat drüber fetzen können. Und 5 Minuten hinter mir war das Sonnenflecke dort weg. Also da habe ich wirklich ein Mordschwein gehabt, wenn ich da 10 Minuten später hinkomme, war ich genauso rausgeflogen, Richtung da in der Mitte. Und habe aber dann ab dort weitergehen und danach waren die Abschottungen wieder ganz gering. Also es war wirklich dort Knackpunkt und das hat dann passt. Okay. Und da war dann der Wind angenehm, auf einmal da ist es richtig schön zum Fliegen. Also, das schaut jetzt die Schlappen schön. Ja. Das schaut fast aus, als wäre man. Ja, da tut es dann der Bachstein ein wenig anschieben. Dabei bist du gar nicht so tief. Nein, bin ich gar nicht so tief. Ich bin ja beim fünften vom Berg eigentlich. Ja, ich hab's noch. Und da ist dann schon wieder die Sonne ein bisschen reingeschieden und das, wie erwartet, und dann auch wieder weggegangen. Schlagen wir das hintere, da war alles angeschaut. Genau, das war die auch gerade. Hinten am Dachstein ist auch fett. Da war noch gar kein Wind mehr, oder was? Aber wenig. Wenig. Du warst richtig angenehm zum Fliegen. Es war zwar schon schwächer vom Kurbeln her, aber angenehm zum Fliegen. Das ist dann eh schon die Hochwindstelle. Das war sicher sehr gemacht, oder? Zwei Knopper waren das. Oh, nur ein Knopper. Ja, das war ein GPS-Fehler. Eindeutiger GPS-Fehler. Und da wird es halt dann schon ein bisschen zacher, gell? Ja. Und wie ich da umgekommen bin, haben wir die Slowenen eingeholt. Mhm. Und die waren sauber schnell. Ja. Also da ist dann wirklich so geil, mit 0,4 hat man schon gefreut.
wo man steigt? Ich war da eine Stunde vorher dort und da ist so mit einem Meter aufgegangen. Aber dafür ganz gleich so ein richtiges Herbstfliegen war das war voll schön. Cool. Mit einem Meter auf, und aber wirklich hoch. Ich weiß nicht, dort ist über 3000 Meter gegangen nachher. Und so, für mich war dann dort ziemlich der Sektor zu Ende, weil ich eben den nördlichen Wendepunkt zu kurz gesetzt habe. Und bin dann rausgeflogen und es war einfach eine super Geschichte. Bei mir war es also so, mein Sektor war dann direkt da vorne. Mhm. Also ich habe einen gerade und gerade gemacht und habe dann 500 Meter später umgedreht. Ja. Weil da ist natürlich, wenn der Sektor so draußen ist, ist es gescheiter, man fliegt da so weit raus wie möglich, bevor es was abschneit. Weil jeder Kilometer, was ich da rausfliege, sind im Prinzip 3 Kilometer am Weg. Gell? Mhm. Weil wenn es mir 2 Kilometer abschneit, links und rechts, und 1 Kilometer fliege ich raus, dann sind es nur immer 3 Kilometer. Du hast quasi noch alles ausgequetscht, was das letzte Mal, was noch geht. Da irgendwie. Mhm. Wie spät warst du da schon? 7, ja. 3,7 oder was? 3,7, ja. Bei einem halb 8 bist du gelandet, glaube ich. Was eh legendär ist, im August um halb 8. Naja, ja. Wenn man richtig lang fliegt, hat uns der Brian es auch nicht gesagt. Ja. Ja. Es geht bis 9. Wirklich? Bis 9? An dem bis Tag? Bis 9, ja. Ja. Wirklich? Um 9 bin ich gelandet. Wow. Wow. Was hast du gesagt? Hast du nicht gelandet? Ja, der hat mich schon um 6. Ja. Da hast du gedacht, von der Hochbildstelle gleite ich jetzt aus. Genau, habe 7 gelandet. Und dann, ja. Da ist hinten nur mehr geehrt worden, gell? Ja, genau. Da bin ich rausgeflogen, ist da und dann hat es gehen angefangen. Da war ein Mandling auf, also da bei der Reiteralm. Ah, Wahnsinn. Da war im Tal auf einmal. Wow. Das ist dann alles nur mehr der Bonus, gell? Ja, das war Bonus. Ja. Eigentlich wollte ich da landen gehen. Auftrat. Weitergeflogen. Da bin ich bei Mandling auf die Ridge gehen. Also, da hat der Nordoberblasen von Russ Brandt, der ist aufgegangen. Den ist volle Hülsen. Da war ich mein Freesektor und bin dann da einfach wieder den Hang entlang zurückgeflogen. Und da ist halt immer so für mich die Frage, bleibe ich am Hang oder mittig? Oder geht schon umkehrthermig? Ja. Ja, aber da hat es dann eh noch getragen, oder? Es hat da super getragen. Ja, weil der Nord so reingeschoben hat, das hat dann alles umgeschoben da, oder? Es war ja im Osten ziemlich eine große abschottende Zöllen, die dann aber eine Wolke sind die scheißere Wolke. Die ausgefranst haben, schon hat sie nicht mehr gekriegt. Über den Bodensee oder? Nein, die war weiter da eigentlich über Salzburg, kann man sagen. Gell? Ja, da. Und da ist halt einfach wirklich zurückschleichen, so gut es geht. Gell? Ja. Und halt immer die Frage, geht da ein bisschen besser oder raus, da raus. Bei Schlabing habe ich dann gesehen, der ist rausgeflogen, ist jetzt draußen zwar nicht gestiegen, aber nicht wirklich viel gesunken. Mhm. Das ist halt immer so das Thema, gell? Das ist jetzt Hauser Kerbling, oder? Von neu kommt jetzt. Von neu kommt, ja. Ja, das schaut aber eh aus, wie wenn es da noch schön. Das ist halt da super tragend, gell? Ja, da hat ein Klapper da oben gehabt. Ja. Aber es steigt halt immer, gell? Mhm. Nein, das ist dann das, was du den oben hängen lässt und da hinziehst. Mhm. Und da überlegst du, soll ich den Gas geben oder nicht? Nein, ist ja eh wurscht, das geht um nichts mehr. Mhm. Darf ich ganz kurz? Gern, Winterwärts. Ja, also, mich hat ja witzigerweise der da gerettet. Ja, das ist eh oft. Ich habe auf dem da, bin ich halbmittig noch an. Der ist noch genau, der Bernhard, der eigentlich viel besser geflogen ist an dem Tag, ist eine Stunde vor mir dort gewesen. Nein, nicht eine Stunde. 4 Stunden, 20 Minuten. Nein, du bist schon vorher. Ja. Er war auf jeden Fall vor mir dort und hat nichts mehr erwischt und ich habe da aufsuchen können und habe dann da hinten im Lee dann sogar noch kurbeln können und bin dann bis... Bist du aber ostseitig aufgetragen oder was? Ja genau, voll im Däubing, der ist total im Däubing gestanden. Und bei uns war es ja eher umgekehrt, da ist dann nordseitig gegangen, weil der Däubing vom Ostbrand oben gestanden okay, ist. Ich bin ja auch den angeflogen, aber nordseitig. Ist alles vom Ostbrand oben gekommen und hat es auch geschoben. Ich habe dann eh aber nordseitig kurbelt. Es war zwar auch voll tief unterwegs, weil ich bin da oben drüber, es war zwar voll tief schon unterwegs. Ja, beim Herfliegen schon und beim Zugfliegen. War dann der Wind so schön, dass ich stehend gelandet bin. Wirklich? Ja. Boah. Was für ein Westen? Also sind die Tag verschieden. Nord. Vom Ostbrand ober. Ja, vom Ostbrand ober. Weil du Brand ist eine, gell? Bist du glaubst, du bist hier geflogen? Da, auf den. Und hast du auf Zeit? Nordseitig. Ja. Nordseitig. Bist du gleich da mitten geflogen? Nordseitig, ja. Bist du gleich da mitten geflogen? Alles von der Hochwildstelle außer bin ich alles nachher da mitten auf. Da habe ich schon auftrat bei der Reiteralm. Aha.
ist schon gegangen, ein paar hundert Meter gemacht. Ach, super, habe ich mir gedacht, das geht jetzt nur bis Wandel. Ich war voll frei gehabt. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das vielleicht schaffe, da in die Nordseiten rein, dass da, ja, yes, bin ich hingekommen und da gerade, das ist gegangen. Ja, ja. Voll, das ist voll gegangen. Das ist legendär, ja. Halbe acht oder fast acht schon. Ja, ja, bei mir, ich habe auch um acht und dann auf die Nordseite gekurbelt. Also als Conclusio, wir fahren nicht mehr nach Südtirol, wir fliegen nur mehr ein bisschen. Genau. Am Stuhl. Ja, Burschen, danke schön. Da muss man gehen, ein Stückchen. Schaut uns ehrlich.